Hallo, heute befinden wir uns im Mercure Schwerin Altstadt, ein Drei-Sterne-Haus. Ich habe hier ein Einzelzimmer gebucht und ein Upgrade auf einen Privilege Room, hier Zimmer Nummer 404, bekommen. Und das Mercure ist ein Drei-Sterne-Hotel und findet sich direkt in der Altstadt von Schwerin. Hier ist wirklich alles nah beieinander. Wenn man in das Zimmer reinkommt, links sind Ablagemöglichkeiten für Koffer und Taschen und ähnliches. Rechts geht's gleich ins Badezimmer, das mit einer ebenerdigen Dusche ausgestattet ist. Waschbecken, Handtücher und Duschgel und solche Dinge. Die Dusche. Das Zimmer selbst ist normal groß, nichts Außergewöhnliches. Ich befinde mich im vierten Stock. Das Bett ist mit getrennter Matratze. Ich bin zwar so ein Fan von durchgehender Matratze, aber da gibt es schlimmere Sachen. Bademantel und Badeslipper sind zweifach vorhanden. Kleines bisschen Schokolade noch. Die Zimmer sind nicht klimatisiert. Zurzeit ist es hier drin auch ein bisschen warm, aber wenn ich nachher die Fenster hier ein bisschen aufmache, die kann man ganz normal öffnen, dann denke ich, wird sich die Temperatur hier bald wieder amortisieren und das ist dann wieder vernünftig erträglich. Schreibtisch mit einem recht großen Fernseher ist vorhanden. Eine Nespresso-Kaffeemaschine mit Espresso zur freien Verfügung, Wasserkocher, Tassen, Gläser. Für mich gab es noch eine große Flasche Wasser kostenlos dazu. Außerdem gibt's hier, glaub ich, bekam ich gleich beim Empfang noch eine Broschüre mit allen möglichen Dingen drin, die man so braucht. Hier unten ist noch eine kostenpflichtige Minibar. Kann man auch mal einen Blick reinwerfen. Sessel ist noch vorhanden. Das Hotel hat auch eine Dachterrasse. Die werde ich mir sicherlich auch noch anschauen. Da soll man einen schönen Blick auf das Schweriner Schloss haben. Ich hatte ein Einzelzimmer gebucht, habe dieses Upgrade aufgrund meines Platinum-Status bekommen. Für mich war das hier günstiger, als wenn ich die nächsten Tage in Rostock übernachtet hätte, wo ich eigentlich hin möchte. Aber bei der Hanse Sail sind die Hotelpreise so immens, dass sich das für mich hier definitiv gerechnet hat. Jo, soweit zum Zimmer. Ist nicht mehr so ganz der aktuelle moderne Stil, könnte also durchaus mal renoviert und auf ein, ja, modernes Image gebracht werden. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis war jetzt hier optimal. Für 4 Nächte mit Frühstück habe ich für das Einzelzimmer 267 Euro gezahlt. Und dazu gab es dann halt jetzt dieses Upgrade. Da kann man eigentlich nicht meckern. Soweit zum Mercure Schwerin Altstadt.